Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute stellen wir uns einer absoluten Katastrophe. Ja, wir sind ja den BMW iX xDrive 50 schon im LP ausgefahren letzte Woche. Und ich habe da aber gesagt, hey, ich werde den nochmal auspacken. Und dann bauen wir da ein Ding draus, das hat die Menschheit noch nicht gesehen. Deswegen, ja, das genau wird heute passieren. Es wird eine etwas andere Folge werden. Mit diesem Wagen. By the way, ich fand die Kommentare sehr interessant. Es wurde sich über dieser Folge oder unter dieser Folge sehr im Detail darüber unterhalten, was jetzt das hässlichste Auto aller Zeiten ist oder nicht. Wie gesagt, für mich ist es er hier. Es gab viele andere Namen, die in den Raum geworfen wurden. Fand ich sehr interessant auf jeden Fall, auch mal so eine Diskussion in den Kommentaren zu erleben. Jetzt ist es natürlich so, dass ich den BMW nur einmal habe. Ich könnte natürlich jetzt ins Auktionshaus gehen und gucken, ob es da einen gibt oder nicht. Aber wenn wir das einfach mal ganz kurz machen, dann werden wir schnell sehen. Nein, gibt's nicht. Dementsprechend werde ich das Ganze folgendermaßen machen. Ich werde einfach das Tuning speichern. Ich werde es hochladen, einfach für diejenigen, die es haben wollen. Und werde ihn danach dann zurücksetzen, dass wir ihn hier jetzt so aufbauen können. Ja, wie gesagt, wie die Menschheit das bisher noch nicht gesehen hat. Das ist, denke ich, wirklich die einzig richtige Beschreibung dafür. Das heißt, wir gehen mal komplett zurück. Wir kennen das Tuning, wir müssen jetzt nicht im Detail durchgehen, was es da für Teile alles gibt. Wie gesagt, schaut euch da im Zweifel einfach die Folge an mit dem iX, die letzte Woche Freitag rausgekommen ist. Wir gehen jetzt erstmal durch und wir gehen direkt mal... Ja. Genau. Und wir machen weiter. Ich habe euch gesagt, ihr seid für die Folge nicht bereit. Ich habe es euch gesagt. Wir gehen dann natürlich auch auf die wunderschöne Forza Aero hinten, auf die kleinere zumindest. Und selbstverständlich packen wir heute mal wieder die Slicks aus. Ja. Das heute wird ein Rennwagen, die Formel 1 wird neidisch, ich sag's euch. 325er Reifen an der Front, 325er Reifen am Heck. Das ist ja unglaublich hier heute. Bremsen, selbstverständlich. Rennfahrwerk, Stabilisatoren. Eindeutig. Überrollkäfig, aber definitiv. Ich glaube, der wird safe benötigt werden. Und Gewichtsreduktion auf 1,7 Tonnen. Ja, wir werden heute kaputt gehen. Wir werden heute etwas machen, das hat, also, ja, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also doch, ich weiß, wer sich das ausgedacht hat, ich. Aber gut wird das heute nicht. Gut wird das heute auf jeden Fall nicht. Wir gucken mal die Designs durch, ob wir da vielleicht jetzt wirklich irgendwas haben. Ich glaube, wir können echt fast ein M-Performance-Design drauf machen, oder? Ich glaube, das ist das Einzige, was dem Wagen hier halbwegs gerecht wird. Auch wenn das, finde ich, ein bisschen weird aussieht tatsächlich. Haben wir nicht irgendwas anderes, irgendwas, ja gut, irgendwas Schönes ist gut, ne? Weil schön ist das Ding hier definitiv nicht. Kann man so nochmal vielleicht durchgucken. Ja, Amber Orange, genau. Traumhaft. Es sieht so grauenhaft aus teilweise, ne? Ich glaube auch einfach, was wir machen werden. Wir machen es einfach wirklich folgendermaßen. Wir gehen ins Halbglänzende. Machen die einfach schwarz. Ja. Ich glaube, das ist der Way to go mit dem Wagen hier. Bin ich mir ziemlich sicher. Finden wir Felgen, die halb okay aussehen auf ihm? Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir da irgendwas finden, was zumindest akzeptabel ist. Wir können mal gucken. Nope, hier nicht. Ja, hier eventuell. So. Lass mal schauen. Ich habe zwar Zweifel irgendwie, aber... Man kann ja mal gucken. Man kann ja einfach mal gucken hier.
irgendwie bisher noch nicht so, ne? Auch noch nie ein Auto gesehen, wo das auch noch annähernd gut aussieht, ne? So wild. Ah. Eventuell mit einer anderen Farbe. Auch nochmal 12 Kilo rausgenommen. So wollen wir es sehen. Lass mich mal gucken. Jawohl, Carbon. Nee. Wenn wir jetzt mal zum Alu runtergehen und das einfach ein Stück dunkel machen. Ja, doch, hat was. Nehmen wir. Nehmen wir. Ich bin jetzt sehr gespannt. 0 auf 100, wahrscheinlich jetzt irgendwas um die 2 Sekunden. Mit der Leistung uns liegt's. Also das muss schnell sein. Was haben wir denn für eine Getriebeübersetzung? Die geht immer noch bis 200. Ja, nee, da braucht man jetzt schon ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ich möchte wirklich jetzt direkt eine Sache probieren. Und ich glaube, ihr wisst es alle. Ich glaube, jeder von euch weiß, was jetzt passieren wird. Einfach nur, um zu wissen, wie sehr geht das schief. Krieg ich das Ding überhaupt auch nur annähernd gerade nach hinten gefahren oder nicht? Ah. Oh, wir treffen die Rampe sogar. Mit 367 Rückwärtsgang. Und er dreht sich. Aua. Okay, ja, wir können rückwärts fahren. Und zwar sehr schnell. Hätten wir das auch geklärt. Na, man muss ja alle Eventualitäten abklären. Ja, das Rennen sind wir schon gefahren, glaube ich, im nicht extrem Aufbau. Fahren wir das Rennen. Aua. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der Wagen könnte jetzt kriminell werden. Der Wagen hat wahrscheinlich nicht annähernd das Recht, so um die Kurven zu fahren, wie er es jetzt gerade tut, aber das ist mir jetzt mal egal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Aerodynamik an der Front. Und zwar deutlich mehr. Das ist jetzt das allererste Mal direkt, was wir einstellen. Ah, guck mal, wie er geht. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja. Wir haben ja sowas hier schon länger nicht mehr gemacht. Es ist, man muss schon sagen, es ist eine halbe Folge Autobiele Schandtaten. Nur das Ding ist, jede Folge mit diesem Wagen ist eigentlich eine halbe Folge Autobiele Schandtaten. Weil das Auto selber ist einfach eine. Naja, wir haben ja schon mal ab und zu mal so ein paar Rennwagen aufgebaut gehabt. Das ist jetzt lange her, tatsächlich das letzte Mal. Aber ich sehe wieder, warum es so viel Spaß macht. So, komm. Jo, 0 auf 102 Sekunden, aber wirklich. Ich finde es schade, dass der Rimac-Motor so... Also der hat ja gar keinen Sound. Warum? Wo ist der Sinn? Man gebe dem Rimac-Motor im EX-Sound. Ey, du darfst echt nicht auf den Tacho gucken, ne? Da wird dir schlecht bei. So wieder hochmarschiert. Das ist ja verrückt einfach nur. Das ist absolut crazy. Holy shit. Alter.
Ist okay, IX, ist okay. Ich war mir nicht sicher, ob wir auf die volle Gewichtsreduktion gehen sollten, weil ich dachte, er wird vielleicht zu unkontrollierbar, aber nein, also gar nicht. Wir haben noch zu viel Grip auf den Darks, würde ich sogar sagen. Das ist... Holy shit. Ja, das ist holy shit. Absolut richtig. Und weg war er wieder auf der Geraden. Weißt du, da hält in den Kurven einer mit. Dann geht's geradeaus. Und ich sag tschüss. Hau rein, Porsche. Die Zeit für BMW ist gekommen. Alle Alarmsysteme, by the way, schlagen geradeaus. Ich glaube, die Batterie wäre wahrscheinlich nach dem Sprint von 900 schon, hätte sich runter reduziert von der Geschwindigkeit, von der Leistung. Aber das ist mir egal, was der Motor will. Ich will schnell fahren, also machen wir das. Wenn der Motor sagt, nee, mach mal nicht, dann sagen wir, doch, machen wir. So einfach ist die Sachlage doch. Sie haben aber auch, also, sie müssen doch. Der Playonkis hat dem Wagen doch das Bodykit nur gegeben, weil es scheußlich aussieht, oder? Das haben die doch nur für die Memes gemacht. Das kann mir doch keiner anders erzählen. Also niemand packt doch hier dieses Bodykit drauf, weil sich denkt, ja geil, jetzt ist er breit. Das passiert doch nicht. Eieiei. Sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. So, wir wollen nochmal, dass er ein bisschen schön um die Kurven rumgeht. Das kriegen wir, denke ich, mal ganz gut hin. Ja, so viel Aero hinten brauchen wir nicht. So, er soll 400 fahren. Das würde ich aber sagen, wird dann doch erstmal getestet werden. Schaffen wir 400 km/h im BMW iX. Wir stehen falsch rum. Let's go. 200. 250. 300. 350. 370. 80. Okay, ab 380 schwierig, 390. Ich war bewusst in die Richtung, weil da geht's bergab irgendwann. 395. Ah, die Kurve verlangsamt ein bisschen. 96. 97. 97. Oh Gott. Immer noch 97, ja, jetzt wieder 96, bisschen Speed verloren, weil es hier bergauf geht. 95, komm, und jetzt geht's bergab. 400, komm. 98, 99, 400. 405. Ja, natürlich. Aber selbstverständlich, 405 km/h im BMW iX. Was auch sonst, ne? Haben wir alle erwartet von dem Wagen. Finde ich auch frech, dass es in der Realität nicht schafft. Finde ich wirklich frech. Also das muss doch möglich sein, oder? Oh Mann, ey. Ja, ganz ehrlich, dafür liebe ich Forza Horizon. Dafür, dass du so ein Bullshit einfach machen kannst. Das ist so genial einfach nur. Das kannst du in keinem anderen Spiel. In keinem. Need for Speed, Gran Turismo, The Crew. Nee. Das geht nur hier.
Richtig geil auf jeden Fall. Und das Ding ist, wenn wir die Aero nicht drauf hätten hinten, dann würde er noch schneller gehen. Da wäre wahrscheinlich schon so 420 drin. Mit dem Elektro-SUV. Natürlich. Ah, bisschen anlehnen am X5, kein Problem. Alter, wir auf der Geraden einfach wegschießen. Bremse und Kurve haben wir da ein bisschen mehr Probleme als die KI, aber... Gott. Auf der Geraden sind wir sehr gut unterwegs. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt wieder mehr Aero hinten. Ich habe, glaube ich, zu viel Power nach hinten gegeben. Ich glaube, ich hätte das nicht so stark reduzieren müssen. Von der Aero nach hinten, weil wir ja wussten, dass wir Power nach hinten geben, 70% ungefähr. Ja, ne, kann ich so nicht fahren. Warte mal. Also doch, kann ich, aber... Muss ich ja nicht unbedingt. Mach mal 55. So, komm. Am Start erstmal wieder an der Hälfte vorbei. Okay, hier rum schon mal sehr viel besser. Sehr viel ruhiger auf Mac. Ja, du musst wahrscheinlich auch beim Beschleunigen ein bisschen aufpassen einfach. Wir haben halt 1900 PS auf die Interachse. Da muss man schon ein bisschen gucken, wie man aufs Gas tritt. Selbst mit dem Allrad. Das war früh auf der Bremse und früh eingelenkt. Ja, Bodenwellen mag er nicht so. Potenziell Feder vorne noch mal ein bisschen weicher, weil über die Bodenwellen kommt er nicht schön weg. Klar, Bodykit hat ihn auch noch mal ein bisschen tiefer gelegt, würde ich sagen. Wenn ich es richtig sehe. Deswegen mit Bodenfreiheit ist mit dem Aufbau nicht so extrem viel. Mehr sollte doch wohl gehen. Ja, ich muss zu viel aufpassen. Ich möchte nicht... Ich glaube, der Wagen hat halt Potenzial, dass der super easy sich fahren ist. Ich möchte nicht, dass der zu unruhig ist und echt einer ist, wo du wirklich ganz genau weißt, ganz genau wissen musst, was du tust. Ich glaube, das muss er einfach nicht sein. Ich glaube, der ist zu sehr viel mehr mächtig, definitiv. Ist aber schwierig zu sagen. Ich muss erstmal auf jeden Fall gleich die paar Sachen anpassen nochmal, die ich anpassen möchte. Wenn halt mit Bodenwellen nicht klarkommt, dann ist die Strecke auch nicht optimal. Weil die ist einfach super holprig. Ja, da wollte ich jetzt so viel am Ende nochmal. Ich dachte, ich kann auf P2 nochmal angreifen, aber... Nee, tatsächlich nicht. Ja, das war jetzt auf der Wiese angebremst. Aua. Oder auf dem Sand, besser gesagt. Macht's nicht besser, aber... Eine richtige Beschreibung der Ereignisse ist es immerhin. Also das passt so nicht. Absolut nicht. Reifendruck eventuell ein bisschen runter nochmal. Also 2,4 sollte genug sein. Da habe ich es nochmal ein bisschen weicher an der Front. Federn ein bisschen weicher auf dem Heck. Genauso auch die Dämpfer. Bremse nicht ganz so weit ans Heck, weil auch das hat ihm gerade Probleme gemacht beim Reinbremsen in eine Kurve.
Und nochmal die Power ein bisschen mehr an die Vorderachse. Also nochmal ein bisschen entschärfen hier den Wagen. Und dann sollte das gelingen eigentlich. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir jetzt diese Force of Body Kits eventuell bei mehr Fahrzeugen sehen werden. Ich glaube auch der i4 wird eins bekommen, wenn ich richtig gesehen habe im Stream damals. Damals, mit 2 Wochen ist es her. Im Forza Monthly Stream. Vielleicht kommt das jetzt echt mal öfter auf ein paar Fahrzeuge. Wäre ganz cool. Und vielleicht nutzen wir dann ja auch dieses Bodykit beim i4. Nicht für den normalen Aufbau natürlich, das definitiv nicht, weil dafür sieht es wahrscheinlich einfach zu scheiße aus. Aber zum Driften. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir den i4 zum Drifter umbauen. Weil wir hatten bisher, glaube ich, selten Elektro-Drifter. Wir hatten den Rimac umgebaut, glaube ich. Den Konzept-Tour. Ich glaube, den haben wir zum Drifter gemacht, aber mehr noch nicht bisher. Klar, außer der Muster. Der macht 1400 oder wie er heißt. Aber das, der ist ja. Ist ja von Haus aus schon Drifter. Da habe ich ja relativ wenig dran gemacht. Du hörst den Lamborghini V12 in dem Land Rover, wie er sich abmüht zu beschleunigen. Und ich fahre hier einfach vorbei. Und denk mir, yo, haut rein. Das ist so wild, einfach mit dem E-Auto. Das ist so insane wild, einfach nur. Ja, komm mal ran, Kollege, da vorne. BMW-Duell um den Win. 12-Zylinder gegen 0. Ah, wir setzen uns hier durch. Also jetzt fährt das sich tatsächlich so, wie ich es wollte. Ist wieder ein bisschen bei dem ruhigeren, was wir ohne Feintuning schon hatten. Aber genau so sollte es ja sein. Also das passt jetzt auf jeden Fall. Das ist die Vision, die ich hatte von dem Wagen. Und er fährt sich dabei insgesamt sehr, sehr gut, wie ich finde. Bin schockiert ein Stück. Ich bin sehr schockiert. Das heißt natürlich, es gibt jetzt noch eine Sache zu tun. Und ich glaube, ihr wartet alle drauf. Ihr habt es wahrscheinlich gehofft, dass ich es machen werde. Es wird passieren. Wir nehmen jetzt den BMW iX mit dem Rimac-Motor, jagen ihn über die Teststrecke. Über die Straßenstrecke natürlich und gucken an, wo sich der SUV, das SUV, zeitlich jetzt hinstellt. Und damit steht unser iX an der Startlinie und fährt hier los. Ja, 0 auf 100 in roundabout 2,0 Sekunden. Das ist ordentlich, muss man eindeutig sagen. Top Speed. Ja, schlägt er auch sehr beeindruckend vom Serien X. Ich versuche jetzt natürlich eine schnelle Zeit zu setzen, deswegen. Ja, bin ich hier halt jetzt am absoluten Limit unterwegs, was ich vorher in den Rennen selbstverständlich nicht in der Form bin. Deswegen fallen jetzt nochmal so ein paar Sachen natürlich auf, die in den Rennen gerade nicht so zu tragen gekommen sind. Wir haben, wie gesagt, einfach ein Untersteuern, was gegeben ist. Ich glaube, da haben wir einfach eine Grundcharakteristik von dem Wagen. Da wirst du niemals voll ins Weg kommen. Das zeigt sich so in den Kurven, die um die 180 km/h rum ungefähr anfangen und darüber hinausgehen natürlich. Je schneller die Kurve, desto mehr untersteuern selbstverständlich, aber das ist halt einfach der Preis, den ich bezahlt habe, damit der Wagen kontrollierbar wird, weil das war er zwischenzeitlich ja absolut gar nicht und deswegen habe ich es dann persönlich einfach lieber, wenn wir da ein etwas ruhigeres Heck haben hier. Gerade wenn wir halt 1900 PS haben, also dann bin ich auch an dem Punkt, wo ich einfach das Ganze ein bisschen stabiler haben möchte. Die Bremsleistung ist optimal. Klar, das sind natürlich jetzt auch fein getunte Bremsen, also auch mit Einstellungen von der Bremsverteilung, die mir persönlich sehr zusagen.
Dementsprechend hier auf der Bremse passt er ganz gut. Klar, er hat ein paar Probleme mal beim Indikum reinbremsen. Aber auch da haben wir ja gesehen, wenn ich ihn die Bremse noch mehr nach hinten lege, womit ich ja dieses Problem in Kurven reinzubremsen normalerweise behebe, dann hat er einfach das Problem, dass er mit dem Heck kommt. Weil der Wagen hat einfach sehr aggressive Bremsen, er kommt schnell in den Lockup rein. Und Lockup hinten haben ist sehr viel ekelhafter als Lockup vorne haben, muss man einfach eindeutig so sagen. Das lässt sich in der Form nicht wegdiskutieren. Ja, wir müssen auch hier um die Kurven leider ein bisschen lupfen. Das, ja, ist halt immer noch ein SUV. Er kommt mit 308 km/h über die Ziellinie. Er hat jetzt eine Zeit von 2 Minuten 5221 und ja, setzt sich damit, sagen wir mal, in die Mitte der S2-Klasse. Also da sind wir eher so um die 950 rum bei den Fahrzeugen, die drumherum sind. Wir sehen den Performance GT2S, den wir uns damals aufgebaut hatten in Folge 167, ist auch das schon ein bisschen her. Im Serienzustand sehen wir hier den Seat Dakars Yokohama Alpha, der in seiner Topspeed natürlich massive Probleme hatte. Wir sehen den McLaren Senna ein bisschen hinten dran. Wir sehen den AMG One, so wie er gehört, ein bisschen vorne. Um eine Sekunde knapp. Und ja, ich glaube einfach, dass der iX nicht so ganz dafür gedacht ist, mit Hypercars zu konkurrieren. Es ist jetzt so eine Vermutung, aber ich glaube, der Wagen hat etwas andere Ambitionen. Er hat sich natürlich jetzt hier auf der Teststrecke, sagen wir, angestellt. Nicht zwingend gut, auch nicht zwingend allzu schlecht, aber wie gesagt, ich glaube, so viel mehr ist im Tuning nicht drinnen, wenn man ihn zumindest auf einem halbwegs Level der Kontrollierbarkeit halten möchte. Also dafür war das hier auf jeden Fall schon okay, würde ich sagen, was wir mit dem Wagen hier erreicht haben. War eine wilde Folge auf jeden Fall mit dem Aggregat, kann man sagen. Also sowas ist immer wieder interessant mal zu sehen. Ich würde dann sagen, meine Damen und Herren, das wäre es mit dieser Ausgabe hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!